So ein Wichser. Sind Sie Isaac Clark? Finger weg von mir! Antworten Sie! Er ist es! Wer zum Henker sind Sie? Helfen Sie ihm hoch! Hoch! Ich habe nicht viel Zeit, also werde ich mich kurz fassen. Meines Wissens sind Sie sowas wie ein Marker-Experte. Sie erschufen einen... Einen Scheiß erschuf ich! Die Regierung zwang mich! Und Sie haben zwei zerstört und deshalb sind wir hier. Wir haben einen Job für Sie. Nein! Nein! Damit bin ich fertig! Suchen Sie sich den anderen für Ihr Selbstmordkommando! Haben wir. Und bevor wir den Kontakt zu ihr verloren, sagte sie, wir sollen sie suchen. Barry. Wo ist sie? Was haben Sie ihr angetan? Wo ist sie? Unitologen sind in die innere Wartehalle vorgedrungen. Wir können sie nicht stoppen. Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen los. Sie ist ganz allein da draußen, Isaac. Und ich kann ihr nur helfen, wenn sie mir helfen. Zwickmühle. Okay. Okay. Hier. Dann los. Was ist das denn für eine Drecksknarre, ey? Das Maschinengewehr. Okay, anyway. Okay, ich kann mich wieder bewegen. Und ja, in der Sequenz hattet ihr ja gerade gesehen. Hallo, beweg dich mal, Isaac. Drücke Q. Ja. Ja, in der Sequenz gerade. Bei dem geilen Kameraflug über diese ziemlich cool aussehende Stadt hier. Also die Lichteffekte gefallen mir besonders gut. Und der Verkehr, ja, erinnert mich irgendwie, wie gesagt, an Fünfte Element. Anyway, ja, in der Sequenz habt ihr ja gesehen, den Typen. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Das ist auf jeden Fall ein so ein Ober-Unitologe. Und die Unitologen oder Unitologen, das ist ja so eine Sekte, die den Marker anbeten. Beziehungsweise die über die Marker so einen neuen Bewusstseinszustand erreichen wollen. Die sehen das ja so als sowas an, als heiliges Relikt, als göttliches Relikt. Aber das ist ja praktisch schon in den ersten beiden Teilen so rausgekommen, dass die Marker praktisch nur dazu dienen, um einer alten, wie soll ich sagen, einer alten Lebensform, also dieser ekelhaften Necromorphs, den dazu verhelfen soll, die Menschen zu befallen, weil die durch die Marker eben kriegen die Menschen wie Art Wahnvorstellungen, werden verrückt und bringen sich dann um. Und das gibt wieder neues Futter für die Necromorphs, um die dann zu modifizieren und mutieren zu lassen, um wie Art neue Rasse zu erschaffen, ja. Praktisch wie die Flood bei Halo, ja. Ja, dazu sind die Marker halt gut. Und in Teil 1 und 2 wurden sie ja bereits zerstört und jetzt scheint wieder ein neuer Marker da zu sein. Ist das der da hinten? Und den müssen wir jetzt wahrscheinlich auch wieder zerstören, aber jetzt erstmal unsere Freundin Ellie finden. Wiedergabe, Nachricht 33, Anrufer Earthrise Apartment. Diese Nachricht ist für die Bewohner von Apartment 16. Ihre Miete ist überfällig. Dies ist ihre letzte Benachrichtigung. Sollten Sie nicht binnen 3 Tagen bezahlen, wird das Apartment geräumt. Okay, ja, kein Problem, ich bin jetzt sowieso raus. Ja, unsere Freundin finden, unsere Freundin Ellie, mit der wir in Teil 2 abgehauen sind am Ende und den Marker zerstört hatten. Einfach nur deswegen. Okay, ich sag dir, ja. Also, wo ist Ellie? Wie lange ist sie schon verschwunden? Halten Sie die Klappe und kommen Sie her. Ich erkläre es Ihnen später. Ja, weil irgendwie die Typen wissen, wo meine Freundin Ellie ist und ich soll denen helfen bei irgendeinem Markerproblem mal wieder, ja. Ja, und die Sekte, die hat halt, die Unitology-Sekte hat halt ziemlich großen Anklang gefunden auf der Erde. Aber irgendwie checkt halt keiner, dass die Sekte praktisch nur dazu dient, die ganzen Leutchen hier zu Necromorph-Zombies zu machen. Mit den Markern. So, mal schauen, wo geht's hier überhaupt weiter. Press B. Okay, was ist das? Erste Kampfsituation. Ich bin draußen und hier. Der erste Typ, der hatte sich irgendwie umgebracht. Der erste Unitology-Anführer. Und das ist, glaube ich, der zweite. Und nach dem Tod, das war so ein Märtyrertod, gab es halt einen extremen Zulauf an Mitgliedern bei der Unitology-Sekte. Ja. Wer zum Teufel sind Sie denn? Scars letztes Bataillon. Norton. Captain Robert Norton. Und das ist Sergeant John Carver. Letztes Bataillon? Wie meinen Sie das? Was verstehen Sie daran nicht? Es gibt sonst niemanden mehr. Aber sieht sauber aus. Niemand mehr? Da ist unser Wagen. Los! Ich hab's nicht gefunden. Los, los! Okay.
ja, wie gesagt, die Sekte hat jetzt hier Überhand genommen. Und die Dummheit weicht sozusagen jetzt dem Verstand. Und Wissenschaft weicht der Religion, ne? Alles religiöse Fanatiker hier und Feuergefecht. Ist ganz fluffig. Ich habe hier so ein neues Deckungssystem. Naja, gut. Aber irgendwie ist es jetzt eigentlich gar nicht so notwendig. Moment. Geht doch ohne. Ah, ich gehe einfach mal in den Wagen. Kein Bock. Das ist, glaube ich, eine Skriptsequenz hier. Okay, und ich kämpfe, ich glaube, das ist eine Premiere in Dead Space. Ich kämpfe zum ersten Mal gegen Menschen. Kann das sein? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich gegen Menschen kämpfe. Mal schauen, wie die Kämpfe sich im Gegensatz zu den, im Vergleich zu den Necromorph-Kämpfen gestalten hier. So, Buddy. Körperteile ab. Geil. Auf jeden Fall sind die schon mal ganz schön schnell tot. Praktisch. Einfach die Beinchen ab. Oder ein Ärmchen. Ja. Und tot. Naja, ist ja logisch. Ich meine, keine Mutanten wie die Necromorphs. Die krabbeln nicht weiter. Kriege ich noch was? Okay. Ja. Ey. Die andere Waffe ausprobieren hier. Hallo. Stase? Okay, Stase mit C. Mal her, ihr Buddy. So. Der ist im Arsch. Also ich habe jetzt auch wieder Stase. Das heißt, ich kann die wieder einfrieren, dass ich ein bisschen mehr Spielraum habe, um die umzubringen. Aber okay. Ich brauche mal wieder ein Medipack hier. Hab eins. Das sind Unitologen. Warum wollen sie uns töten? Die wollen sie töten. Was? Verschwinden Sie da und halten Sie die Klappe. Mieses Arsch. Okay, ich muss verschwinden und die Klappe halten. Aber dazu mehr in Folge 2 von We Play Old School Dead Space 3. Weil ich habe nämlich gerade gar nicht auf die Uhr geguckt und gesehen, dass die Folge jetzt schon wieder vorbei ist. Also Leute, wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bei Folge 2. We Play Old School Dead Space 3. Bye bye.